Was ist bei der Grundeinrichtung der Kalkulation sowohl in den Branchenmodellen Massivo als auch Holzner zu beachten? Als allererstes, wenn bei Ihnen das Thema Mehrfamilienhausbau Standard-Leistungsumfang ist, dürfen Sie auf der Liste haben, dass zusätzlich zu den sechs Einfamilienhäusern es sich halt empfiehlt, ebenfalls noch zwei Mehrfamilienhäuser mit dazuzunehmen. Zwei in der Regel deswegen, falls es so sein sollte, dass Sie im Planungsbereich zum einen eben Häuser, Objekte haben, die Anführungszeichen ähnlich wie hier eine normale Hausstruktur mit einem Treppenhaus darstellen. Und zum Zweiten, weil es durchaus eben Konstellationen gibt, die eben nicht so wie hier ebenfalls ein zentrales Treppenhaus haben, sondern die eben dann in Aufgänge getrennt, das heißt also mit mehreren Anführungszeichen Treppenhäusern, also sogenannten, ne, Reihenbebauungen entsprechend verbunden sind. Wichtig an der Stelle, dass die Struktur für die Kalkeinrichtung faktisch zu ca. 90% im normalen Einrichtungsbereich schon berücksichtigt worden ist und im Kontext des Mehrfamilienhausbaus jetzt letztendlich nochmal spezifische Bereiche durchgesprochen werden müssen. Wir fangen mal mit dem Thema Wände und Decken an der Stelle an. Das ist etwas, tendenziell hier bei der Einrichtung im Branchenmodell Massivbau ist das eine recht kurze Geschichte. Sind die Decken im Mehrfamilienhausbau massiv? Ja. Ne? Gibt es Schallschutzwände oder Wohnungstrennwände mit entsprechenden Schallschutzausführungen? Ja. Haben wir Fußbodenaufbauten, die das entsprechend mit abdecken? Ja. Haben wir die Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise Decken abzuhängen? Ja. Dann ist da eigentlich schon ein Haken dran. Im Bereich Holzbau ist an sich die Fragestellung identisch. Das heißt also, haben wir Wände und wir können uns das vielleicht, bevor wir kurz in den Wandaufbau gucken, einmal hier in dem anderen Haus anschauen. Wir sehen es durch das Treppenhaus, was hier in Beton ausgeführt ist. Haben wir die Möglichkeit, Hybridbauweisen zu machen? Das heißt also, Holz und Massiv miteinander zu kombinieren. Ja, die Entscheidung kommt aus der Planung, ist alles im Standard entsprechend enthalten. Haben wir die Möglichkeit, mit Wohnungs- und Gebäudetrennwänden zu arbeiten, sodass Massiv und Holz dort kombiniert werden können? Vor die Betonwand noch eine Holzwand zu setzen? Ja, können wir. Gibt es die Möglichkeit, auch im Holzbau mit Massivdecken, sprich Betondecken zu arbeiten? Ja, gibt es. Gibt es Schallschutzdecken? Ja, gibt es Schallschutzausführungen bei den Wänden? Ja. Das heißt also, das ist jetzt mal sehr kurz verdichtet, ist aber etwas, was eben in diesen ganzen Ausführungsdetails, sei es eben die Brandwandausführung bei den Außenwänden, sei es die Wohnungstrennwände bei den Innenwänden oder die komplette Integration von Beton und Mauerwerk in allen Geschossen bis hin zur Steuerung von Massivdecken in allen Ausführungen, in allen Geschossen. Das ist eben das, was diesen Bereich Anführungszeichen Wand und Decke und Fußbodenaufbau entsprechend berücksichtigt. Bedeutet es, dass das schon mal abgehakt ist durch die Bereiche Wand, Decke, ne, entsprechend an dieser Stelle. Was dazu kommt im Mehrfamilienhausbau ist natürlich, dass es eine andere Hausart ist. Das heißt also, wir haben Mehrfamilienhaus und ich nehme hier mal Bürogebäude, Gewerbeobjekt mit dazu, was im entsprechend, wenn wir eine Hauskalkulation machen, direkt in der Oberfläche eingestellt wird. Zum Zweiten ist es so, dass wir eben in der Kalkulation, wenn wir das Haus dann rechnen, natürlich das Thema Gebäudeklasse haben und an dieser Gebäudeklasse eben mit allen Varianten und Einstellungen hinten raus genauso viel an Prüfmechanismen entsprechend dranhängt, die absichern sollen, dass die Gebäude in dieser Größenordnung entsprechend auch funktionieren.